Hallo Leute, willkommen zurück bei Dragon Age. Wir hatten letztens keine Ahnung was gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich denke, ich bin in diesen großen Platz halt gemacht, weil ich hier rein wollte. Und jetzt will ich direkt wieder raus. Meine Tschüss. Falle, direkt vor uns. Ja, die Falle habe ich gerade gesehen. Das ist sehr nett, dass du mich hier irgendwie drauf aufmerksam machst. Direkt vor uns. Wird erledigt. Eine Falle. Tschüss. Direkt vor uns. Tschüss. Tschüss. Okay. Leute, jetzt könnt ihr euch wieder bewegen. Wieso ist das hier gerade so verdammt laut? Ich glaube. So ist richtig, denke ich mal. Hoffe ich. Es ist ja. Wieso sind diese Stimmen immer noch so ultra laut? Ich hab die doch gerade runterge. Ach so. Ja, das ist da natürlich kein Wunder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gerade irgendwie massenhaft Schaden. Ja, okay, Liliana wieder mal. Hält ja auch nichts aus. Aber während wir ja kämpfen, kann sie schon mal rumgehen. Und die ganzen Fallen entschärfen. Und darauf habe ich im Endeffekt gar keinen Bock drauf. Also ist ja irgendwie dann einer random. Ich bin gestorben? Wie sieht das denn? Okay. Wisst ihr was? Ich erzähle dich erstmal von den hier. Dann Morrigan, kannst du direkt mal hier Alistair heilen, dass der nicht auch noch abkratzt. Das habe ich gar nicht gecheckt gehabt, dass der jetzt umgefallen ist. Okay, davon ist jetzt nochmal wieder verfallen. Alistair, am besten läufst du da nicht hin. Sehr gut. Hier ist nicht nur eine Falle, hier sind noch ein paar mehr Fallen. Wieso sind hier so verdammt viele Fallen? Also, sie kriegt gerade ordentlich EP, das ist der Hammer. Okay, Kettenrüstungshandschuhe 1,20 und 1,44 sieht mir schon mal sehr schlecht aus. Denke ich nicht, dass ich das irgendwie vergleichen muss mit irgendwas. Abenteurer-Tagebuch. Okay. Genau. Wahrscheinlich ein Codex-Eintrag sein, dachte ich mir nämlich schon. Ach, genau, hier. Jetzt haben wir jetzt. Ja, das habe ich schon gesehen gehabt. Können wir hier nochmal direkt eine Schwache reinpfeifen? Ist mir gerade aufgefallen. Wir haben gar so gut wie keine Schwachen mehr. Und Starken. Achso. Neuer Erfolg. Und Starken haben wir eigentlich auch nur noch 4. Also so gut bestückt sind wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir noch eine Truhe. Nein, ich wollte ja schon die Truhe haben. Eispfeil, das ist sehr toll. Ich meine 40 EP, aber naja, ist auch egal. Hier geht's weiter. Und die Frage ist, wenn wir endlich mal zu Schattenreißer kommen. Also ich denke mal, Metalltür sieht mir auch sehr stark nach Boss aus. Und es wird gespeichert, also okay, vielleicht nicht Boss, aber neuer Abschnitt von der Umgebung hier unten. Sehr gut, das ist ja schon wieder tot. Der wird direkt hier betäubt. Das brauchen wir nämlich nicht. Der stirbt ja auch direkt. Und dann der letzte. Haben wir gleich mal unsere Ruhe hier. Oh, geht auch nicht der letzte. Jetzt müssen doch die letzten zwei sein, denke ich mal. Hoffe ich. Obwohl, hoffen wir eigentlich nicht zwingend, weil ich denke, wir haben jetzt allein durch dieses Kämpfen gegen die Skelette fast ein halbes Level gekriegt, würde ich jetzt. Ja, so grob schätzen mal. In dieser ganzen Ebene hier unten. Ach, komm, komm. vielleicht noch ein bisschen viel vom Drachen gekriegt. Aber ansonsten haben wir fast einen Großteil des der Level, die wir hier gemacht haben hier unten, an den Skeletten verdient, denke ich jetzt mal. Und hier unten ist ein Arcana Schatten.
Okay, dann gehen wir nochmal hier drauf auf den. Alle auf dem Arkanschatten. Na, klasse. Okay, der Fluch der Verwundbarkeit. Na, klasse. Das wird wieder was jetzt hier. Bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt machen soll, um ehrlich zu sein. Also hier kommen schon ordentlich viele Skelette. Vielleicht machen jetzt erstmal die ganzen Leute hier die Skelette weg. Und ich mache jetzt mal den hier alleine. Also ich heile mich ja mit richtig viel. Ich habe mich gerade um die Hälfte ungefähr geheilt. Das ist schon ordentlich. Dann gebe ich jetzt einfach nochmal hier meinem Charakter die Verjüngung. Und ihn dann gleich wieder einbringen, wenn ich kann. Und er ist wieder eingefroren. Sehr gut. Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr es da durch? Hier, komm. Greif du das hier an. Liliana, nicht followen. Greif du auch mal mit hier an. Du wirst hier mehr gebraucht. Und ich kann mir eigentlich direkt mal noch einen Lyrium-Trank reinpfeifen. Den normalen, der reicht erstmal gar nicht mal. Ja, stellt mir auch echt relativ viel her. Okay. Ich weiß nicht, warum Liliana immer wieder den Typen angreifen will. Aber ich werde jetzt erstmal kurz mich heilen. Und dann weiter mit dem Auto drauf gehen. Und jetzt kurz mal hier alles stunnen. Liliana, du kannst nochmal einen kleinen Heiltrank nehmen. Er braucht nicht wirklich eine, aber ich habe eine gute Idee. Ich habe eine echt gute Idee. Geht einmal kurz zu ihm hin und schauen wir, ob das geht. Hat scheinbar nicht so viel gewirkt und ich sterbe auch gerade scheinbar. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade extrem viel Schaden auf einmal kriege. Kleinen Heiltrank reingezogen, dann Lyriumtrank hinterher und danach kann ich mich auch wieder ganz normal heilen. Sind hier so ein paar Skelette, sind denke ich jetzt kaputt gegangen dadurch, durch die Attacke. Okay, er ist fast tot. Jetzt mache ich nochmal hier alles, was ich kann darauf. Ja, er ist tot. Er ist gut. Er ist tot. 145 EP gab der gerade. Das war gerade viel, auf jeden Fall. Und bevor wir hier sterben, gebe ich nochmal ihm hier einen Heal. Hier Alistair. Sie hat die hinten auch tot gekriegt. Sehr gut sogar mit ihrer Fähigkeit. Oder bin ich das gewesen? Weil der sieht so blutig aus. Seltsam. Und wir haben hier den Kampf gekriegt, der ist sehr gut. Etwas schwieriger gewesen eigentlich. Aber mit so ein paar Lyrium-Tränken und ein paar Heiltränken ging das dann schon. Ich frage mich ja gerade irgendwie, wie es gewesen wäre, hätte ich jetzt für Morrigan kein Heal geskillt. Kein Heal mitgenommen. Und ich konnte das gerade alles nicht aufheben. Merke ich gerade. Wahrscheinlich kann ich das auch, was er hier dabei hat, nicht aufheben. Eine Kettenrüstung. Ja, die ist nicht so gut, aber ich nehme den mächtigen Lyrium-Trank mit. 22 Stärke. Scheint nicht so gut zu sein. Denke ich zumindest. 57. Ja, allein, die ist schon schlecht, allein ist den Crap, den ich dabei habe. Also. Na, klasse. Okay, ich bin gerade überlegen, was ich jetzt mache. Hinter uns geht's auf jeden Fall auch noch weiter. Jetzt hören wir erstmal die hier gerade noch kommen. Und Morrigan ist fast Level up. So, wir haben auch schon relativ viele EP jetzt wieder mal. Okay, aber es ist dann nur Morrigan, die jetzt bald Level up ist. Ich werde es tun. Bau der Werwölfe. Okay, hier geht's scheinbar runter. Hier geht's runter auf jeden Fall. Ja, es sind Schuhe. Habe ich überhaupt Schuhe an? Ne, ist jetzt natürlich noch gar keine an. Also, da wird sich sogar lohnen, jetzt hier so ein Schild wegzuwerfen, die Schuhe mitzunehmen und dann auch direkt anzuziehen, würde ich sagen. Immerhin etwas an Verteidigung, kann nie schaden. Aber eben kriegen wir was. Eine Elfenwurzel. Okay. Was ist hier drinnen? Oh, ein Diamant. Perfekt. Gibt wahrscheinlich gut Geld.
Ein starker Lyrium und starker Wundumschlag. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn gleich noch brauchen werden. Ich denke nicht, dass das hier so der schwerste Gegner im Dungeon hier war. Der Arkane Schatten hier. Mal gucken wir doch erstmal, was hier unten noch alles abgeht. Scheinbar nur noch ein Sarkophag mit einem schlechten Dolch. Ich würde hier die schlechten Sachen ja auch gerne mitnehmen zum Verkaufen, aber wir sind so voll. Fähigkeiten unzureichend, was soll das? Okay, Morrigan, mach mal hier deine Waffen aus, deine Frostwaffen und mach sie direkt wieder an. Weil mir kommt das irgendwie so vor, dass die Mitspieler hier zwischendurch einfach mal diese ihre Frostwaffen verlieren. So, was schmeiße ich dafür weg? Das Halsband. Ich benutze den Mabari sowieso nie. Für die Hände. Was ist denn ein schlechter? Ach nee, ich habe doch hier noch die beiden Helme, die ultra schlecht sind. Habe ich schon mal gesagt, aber ich die überhaupt mitschleppe. Das hier mitnehmen. Sehr gut. Neuer Codex-Eintrag. Alte Elfenrüstung. Haben wir hier nochmal eine Kiste. Hoffentlich geht die auf. Schade. Auch Fähigkeit unzureichend. Jetzt gucken wir nochmal nach. Hier. Nee. Nee, kann die... Ach so, doch, 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 ich kann die... Ja, ich konnte die tragen, sehr gut. Hier hat jetzt weniger Rüstung, weniger Erschöpfung. Ich glaube, ich ziehe die mal an. Ja, ich glaube, ich ziehe die einfach mal an. Guck, was Alistair hatte hier. Okay, Alistair hatte eindeutig was Besseres. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt von den Werten her besser ist als vorher. Aber ich habe immerhin Geschicklichkeit zusätzlich und ich denke mal, Geschicklichkeit bringt mir als Krieger trotzdem was. Nicht zwingend als Primärstat, sondern als Sekundärstat. Aber ich brauche ja für gewisse Fähigkeiten auch irgendwie hier Geschicklichkeit. Irgendwo war das. Also hier war es auf jeden Fall Klugheit und hier irgendwo war es Geschicklichkeit. Genau hier. Also hier brauchen wir überall Geschicklichkeit. Für zwei Waffen auch. Für zwei Hände bestimmt auch. Nee, für zwei Hände nur Stärke. Aber es kann nicht schaden, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt hier runter, oder? Ja, gehen wir hier runter. Durch das Wasser durch. Gebiet freigeschaltet. Okay, es sieht mir schon sehr hart aus hier. So ein paar Leichen. Aber... Bevor wir jetzt hier reingehen in den Bau da drüben, würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.